Hallo und herzlich willkommen am 26.11.2020. Zu meinem neuen Videoblog. Heute ist Donnerstag. Morgen. Heute war Corinna nicht da, weil sie ein Vorstellungsgespräch hatte. Ich habe ihr dafür viel Glück gewünscht und hoffe, dass sie genommen wird, damit sie keine Arbeitslosigkeit dazwischen hat. Weil da regt sich ihr Freund immer recht auf, hat sie mir gesagt, und das wäre blöd. Aber sie hat sich noch nicht gemeldet, wie es war. Vielleicht erzählt sie es mir am Montag. Wir haben gerade voll Haus, weil mein Bruder und seine Freundin da sind. Und meine Eltern. Ich liege schon im Bett, es ist 18.35 Uhr. Ich bin schon ziemlich müde heute. Ich war halt nicht draußen, ich bin halt den ganzen Tag am Computer gesessen und habe auf Amazon herumgesucht, obwohl ich eh kein Geld mehr ausgeben darf, wenn ich das zur Seite legen will, was ich mir vorgenommen habe. Sonst gibt's nicht viel Neues. Morgen meldet sich Kerstin. Am Montag muss ich Christoph anrufen. Und auf das freue ich mich schon. Und sonst ist alles beim Alten. Mir geht's ganz okay. Etwas müde und etwas depressiv, aber nicht so schlimm. Es bleibt, hält sich in Grenzen. Ja. Mehr habe ich heute nicht zu sagen, dass Corinna nicht gekommen ist. War irgendwie nicht geplant. Sie wollte bis um 14.45 Uhr kommen, aber hat mich am Telefon falsch verstanden und hat verstanden, dass sie dann gar nicht kommen braucht, aber das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, bis später, aber sie hat mich falsch verstanden. Und deswegen ist sie gar nicht gekommen. Ich habe umsonst bis mittags gewartet. Naja. Hauptsache das Vorstellungsgespräch war gut. Na gut, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Ciao, macht's gut. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.